Die Kollegen von Oliver Jäger kann man an drei Händen abzählen. Der Mann vom Bodensee ist sich der Einzigartigkeit seines Berufs voll bewusst. Abheben tut er allerdings trotzdem nur mit seinem Luftschiff. Ansonsten ist er auf dem Boden geblieben. Ja, ich bin hier aufgewachsen und habe natürlich die Geschichte Zeppelin mitverfolgt. Und bin Berufspilot für einen Helikopter und habe das natürlich schon auch mit Interesse gesehen, dann, wo man für die Safen einen Zeppelin gebaut hat, wie er dann auch geflogen ist. Und hatte natürlich sehr großes Glück, da wo ich mich beworben habe, auch neue Piloten gesucht worden sind. Und so bin ich dann auch dementsprechend dann reingekommen. Alle Kapitäne eines Luftschiffs müssten zuvor ein anderes Fluggerät beherrschen gelernt haben. Aber sie alle hat es im Endeffekt gejuckt, dieses majestätische Gefährt selbst einmal steuern zu können. 1500 Flugstunden später durfte sich Oliver Jäger Zeppelin-Pilot nennen. Jeder Tag ist anders, klar. Und ich versuche natürlich so viel schöne Tage wie möglich zu bekommen. Und das habe ich, glaube ich, mit dem Beruf geschafft. Traumberuf sicherlich auch deshalb, weil der 38-Jährige täglich über 100 Menschen in absolutes Entzücken versetzen kann. Wenn man dann wieder auf eine neue Runde startet und blickt in, sagen wir mal, in lauter lächelnde Gesichter, dann glaube ich schon, dass man diese Erwartungen dann auch zum Teil übertroffen hat. Ja. Routine kennt Oliver Jäger nicht. Malerische Orte, saftig grüne Wiesen und Wälder, das leuchtende Blau des Sees und die schneebedeckten Gipfel der Alpen. Jede Route über der Region ist für ihn immer wieder ein erhebendes Gefühl. Und trotzdem. Also mir gefällt persönlich sehr gut die Lindau-Route. Es geht Richtung, dann kommt die Pfänder sehr nahe. Man hat einen sehr schönen Blick in das Rheintal. Also die Route finde ich persönlich jetzt für mich, wenn ich jetzt ein Fluggast wäre, würde ich diese wählen. Aber die anderen Routen sind, die haben auch was Besonderes. Der Himmel über dem Bodensee. Oliver Jäger hat hier seine Bestimmung, seinen Traumberuf gefunden.